Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute zu dieser Veranstaltung mit begrüßen darf. Wir feiern 20 Jahre Beweidungsprojekte im Naturpark Solling-Vogler. Und im 21. Jahr wurde ein hervorragendes Buch erarbeitet, über dessen Zustandekommen ich mich auch sehr freue. Von 1982 bis 2006 war ich in Höxter tätig und unter anderem haben wir uns mit Mooren, mit verschiedenen Wäldern, mit Magerrasen vor allem und mit Auen beschäftigt. Und wir haben in diesem Zusammenhang den Forschungsschwerpunkt Kulturlandschaft gegründet und wir, das ist sehr wesentlich, Professor Böttcher, dessen Angedenken ich hier auch beitragen möchte, mit diesem Kollegen waren fundierte, jahrelange, unvergessliche Exkursionen und Projektarbeiten möglich. Professor Hans Böttcher, der Vegetationskundler in Höxter. Wir haben uns bei den Magerrasen-Pflegemaßnahmen oft gefragt, wir haben es immer mit Schafen und Ziegen zu tun, aber wo bleiben eigentlich die großen Weidetiere? Und wenn wir darüber nicht so sehr viel wissen, ja, dann organisieren wir doch Tagungen. So hatte ich es bei meinem Forstzoologie-Professor Jean-Pierre Vitier in Freiburg gelernt. Wir sind der Auffassung, Natur geht heutzutage nur mit Mensch. Und das hat sehr starke Konsequenzen. Aber wenn wir große Weidetiere in die Umgebung bringen wollen, in Wälder mit einigermaßen dicken Bäumen, dann müssen wir wissen, wie viele, auf welcher Fläche. Und wie soll das Ganze gegebenenfalls organisiert werden? Das heißt letztlich, wer macht's, wer pflegt die Tiere und wer würde sie gegebenenfalls nutzen? Die Oberfrage bei allem war natürlich, wie würde eine Landschaft aussehen, die kooperativ und konstruktiv von Weidetieren und sonstigen Tierarten und Pflanzen aller Größenklassen zusammen mit der menschlichen Gesellschaft gepflegt und entwickelt würde? Unsere Tagungsbände geben dazu eine ganze Menge Aufschluss. Sie sind noch heute aktuell und es war damals möglich zu zeigen, dass es eine Fülle von Arbeitsgruppen bereits gibt, die sich mit dieser Frage befassen. Und es gab einige Autoren, die die Bedeutung der Weidetiere sehr stark betonten. Und in der Folge davon haben wir dann bei einer der Tagungen eine absolute Blitzidee erlebt. Es war Peter Martensen, der sich erhob und sagte, also wenn das hier alles so interessant ist, dann lassen Sie uns das doch mal hier im Solling machen, sprach's. Daraufhin wurde gedacht, was können wir denn alles machen? Wir haben auch schon mal vorsichtig angefragt im Bundesamt für Naturschutz, ja, das könnte uns interessieren. Die Verbände der Region waren eher deutlich zugeknöpft. Weidetiere in der großen Landschaft, das war doch noch nie gut. Wir sind dann mit einem Projekt, das schon beinahe abgesagt war, im Ministerium in Hannover vorstellig geworden und erhielten das Ja-Wort für Heckrinder und Exmoor-Ponys. Und in der Folge davon standen wir tatsächlich vor der Frage, ja, wie viele Tiere nehmen wir denn um Gottes Willen? Wie sollen wir das denn alles machen? Die Natur sagt, ihr müsst es einfach nur probieren. Und das haben wir dann auch getan. Aber es wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die Förderung aus Bonn bekommen hätten. Und ich erinnere mich an viele sehr zahlreiche, sehr weitreichende, harte Projektgespräche. Wie wichtig ist das? Welche Tiere sind gut? Hat es denn überhaupt einen Sinn, auf einer Fläche unter 500 Hektar zu beginnen? Und so weiter und so fort. Wir bekamen auch aus Bonn die Förderzusage, die dann bis 2006 uns eine wissenschaftliche Begleitung ermöglichte. Begleiten durften wir die Arbeitsgruppe um Peter Martensen, dann mit Ralf Kranich, der unsere Tiere betreut hat, ein paar sogar mitgebracht hat, mit der hervorragenden Sekretärin des Naturparks, die die ganze Organisation mitbewerkstelligt hat, und einer ganzen Reihe von Mitarbeitern dort. Und in Höxter war die Hochschulgruppe, also in einem anderen Bundesland wohlgemerkt, mit Holger Sonnenburg, Holger Ebersbach, später René Krawczynski, Hans-Georg Wagner,
dem absoluten Spezialisten für alles, was klein und groß ist, insbesondere bei den Pflanzen. Und zum Beispiel auch mit Ralf Liebelt, also mit erstklassigen Kennern der einheimischen Flora und Fauna. Mit ihnen kam das zustande und der Professor Böttcher und Herr Gerken durften diese ganze Geschichte führen und leiten. Welche Freude! Ja. Die Ergebnisse. Was wir herausfanden, war im Grunde genommen erstaunlich. Auf 170 Hektar konnte unser Artensurvey beweisen, wie viel tausend Pflanzen- und Tierarten dort leben. Das war beinahe eines Nationalparks wert. Wer hätte gedacht, dass man sowas auf 170 Hektar herausholt, aber wenn man nur intensiv genug nacharbeitet. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit den Doktoren Rieken und Schröder, die all die Jahre bei dem Projekt motivierend und initiierend und mit Ideengebend dabei waren, dass wir gesagt haben, Leute, wenn jetzt diese wissenschaftliche Begleitung zu Ende ist, dann sollte aber dieses wertvolle Projekt immer wieder in Abständen sehr stark auf die Bioindikatorfunktion verschiedener Artengruppen der Pflanzen, Tiere, Flechten und so weiter untersucht werden. Das war sozusagen eine Perspektividee und auch Herr Rieken ist ja heute gewissermaßen mit dabei. Also wir kriegen Biodiversität durch große Weidetiere und vor allem erkennen wir, dass wir überhaupt mit denen erst in der Lage sind, Ökosysteme so richtig zu verstehen. Derart weitreichende Erfahrungen und Erkenntnisse, damit konnte so ohne weiteres bei uns keiner rechnen. Aber das, was uns am meisten berührte, das ist tatsächlich gar nicht mal nur dieser wissenschaftliche Survey, den wir leisten dürfen, sondern das, was hier drin beschrieben ist. Dahinter steckt die Begeisterung der Menschen der Region, die dieses Projekt gut fanden. Denn sie konnten an den Tieren in der Probefläche Anteil nehmen. Und wenn hinter einem solchen Baum, der mag ja dick sein und schon als solcher begeistern, aber wenn da plötzlich eine wiehernde Herde von Ponys den Berg runterkommt oder der Kopf eines mächtigen, auerochsenähnlichen Heckrindes auftaucht, dann ist die Begeisterung maximal gesteigert. Und ich möchte nur immer bedenken, solche Ökosysteme tragen die Menschengesellschaft. Das heißt, solche Projekte sind zu klein eingeordnet, wenn man sagt, die passen in den Naturschutz Natura 2000. Da müssen sie hin. Aber sie sind darüber hinaus viel wichtiger. Sie gehören in die gesamte Land- und Forstwirtschaft, nicht überall hin. Aber sie brauchen Fläche. Das heißt, artgerecht leben bedeutet, dass unsere Weidetiere Fläche brauchen. Artgerecht leben bedeutet auch für uns Menschen, dass wir hinaus in eine Natur, in Wälder gehen können, die naturnah aufgebaut sind. Das lernen wir gerade in diesen Tagen ganz besonders. Und es hat mich noch ein weiterer Aspekt gefreut. Wir haben bei unseren Tagungen immer gesagt, Leute, wir brauchen Nutzungsverbünde. Es hat keinen Sinn, dass das jetzt zum Beispiel irgendeine Gruppe bei einem Verein nur macht. Sondern wir müssen solche Projekte sofort in der Bevölkerung, in der Region abstützen. Und das ist dem Naturpark Solling-Vogler gelungen. Auf der Rückseite des Buchs klingt das schon an und wird in dem Buch dann auch näher erörtert. Es ist das Netz der Kooperation von Bauern, von Landwirten, von Förstern, von Touristen, von Bürgermeistern, von Verwaltungskräften, von den Naturschutzverbänden und so weiter und so fort. Und deswegen finden wir jetzt im Naturpark Solling-Vogler in Tälern wie zum Beispiel dem Hellen oder Rottmündetal oder in unseren Moorgebieten direkt hier bei Silberborn, wo wir jetzt uns getroffen haben, oder sogar auf Hochspannungstrassen diese Tiere, die für den Naturschutz fressen, für den Artenschutz fressen, aber eigentlich fressen sie für die Menschen. Ja? Also wenn erstmal Hornträger und Ponys dazukommen und auch Hirsche im Wald sein dürfen und Menschen dazu, dann kann eigentlich mit der Zeit alles gut werden. Und weil das Projekt in der Region so willkommen ist, ist meine Freude auch ganz einfach, ich glaube, sehr gut begründet. Und Sie können sich vorstellen, ich freue mich schon auf das 25. Jubiläum. Wenn wir uns vorher schon mal sehen, freue ich mich. Alles Gute. Danke.